Also naturgemäß habe ich eine Vorliebe für Stücke mit schlechtem Ruf. Also es ist wie, weiß ich nicht, wenn man zu einer Party einlädt und sagt, den musst du aber nicht einladen, das wird schwierig mit dem. Aber je mehr man da reinrutscht und sich da reinsteigt, desto spannender wird das. Und Politik ist tatsächlich irgendwie echt ein spannender, abgründiger Gegenstand. Also besonders, wenn er auf solche Figuren verteilt ist, wie es bei Schiller ist. Fürs Erste wollen Seine Majestät, dass die Armee ohne Aufschub Böhmen räume. In dieser Jahreszeit. Und wohin will man, dass wir uns wenden? Dahin, wo der Feind ist. Mir ging es darum, mir ein paar Fragen vorzulegen. Und das ist der Umgang mit der Macht, eine Meditation, wenn du willst, irgendwie darüber, wo wird aus Entschluss Tat, wie kommt politisches Handeln zustande überhaupt. Ruf mir den Wrangel! Es ist sein böser Geist und meiner. Ihn straft er durch mich, das Werkzeug seiner Herrschaft. Also das Stück kommt einem schon erstaunlich frisch entgegen, ohne dass man da Politikposter aufhängen muss im Bühnenbild. In meiner Brust war meine Tat noch mal einmal entlassen aus dem sicheren Winkel des Herzens. Hinausgegeben in das Lebensfremde gehört sie jenen tückischen Mächten an, die keines Menschen Kunst vertraulich macht. Wallenstein ist vorgeblich ein Mann der Tat, aber der irrsinnig viel denkt und irrsinnig viel spricht. Gerade irgendwie über das Phänomen des Tuns und des Denkens und des Sinnens. Der redet übers Reden und denkt übers Denken. Man braucht also jemanden, der in der Lage ist, hinter die Sprache zu kommen. Das finde ich bei Schiller eigentlich immer das Wichtigste. Ne? Wenn das so nur in der Deklamation bleibt, dann ist das wahnsinnig schnell langweilig. Aber wenn man hinter die Sprache kommt, also an die Beträge kommt, um die es geht im Stück, oder hinter die menschliche Erfahrung oder hinter die menschliche Dimension, die sich in diesen Sätzen da aufhält, dann wird das abenteuerlich. Sein Name ist Wallenstein, auch der meinige. Er solle mir die echte Tochter finden. Wie? Sein Monarch. Sein Kaiser zwingt ihn nicht und du, sein Mädchen, wolltest mit ihm kämpfen. Was niemand wagt, kann seine Tochter wagen. Also ich würde befürchten, dass sich das mit dem Kern des Stückes in einem Stück wie Wallenstein so verhält wie bei Per Gint mit der Zwiebel. Also, dass man Schale um Schale abmacht, um im Zentrum nichts zu finden. Es geht vielmehr um die Suche danach, nach dem Zentrum, nach dem Herz oder nach, wenn du so willst, um es hochzuhängen, nach der Wahrheit.